Das hier ist das HTC Exodus One. Für Kryptogeld-Enthusiasten gibt es das schon eine ganze Weile zum Vorbestellen, aber jetzt kann man sich das mal angucken und auch bald mit echtem Geld kaufen. Letztendlich ist es ein HTC U12 Plus, aber es macht ein paar Dinge anders. Und welche das sind, zeigen wir in diesem Video. So, das hier ist das HTC Exodus One. Wie schon gesagt, im Inneren ist eigentlich ein U12 Plus, aber es gibt ein paar Änderungen bei der Software und eine Änderung bei der Rückseite. Die will ich euch nicht vorenthalten. Ich mache das gerade mal ein bisschen sauberer, damit man hier mehr sieht. So. So sieht das Exodus One nämlich von hinten aus. Das ist eine teiltransparente Rückseite, wo man ein paar Komponenten sieht oder zumindest wie jetzt hier bei CPU oder ROM Storage den Indikator dafür, wo es wäre. Ne, das ist, also man sieht, dass hier ein bisschen was drüber liegt, man sieht nicht die Komponenten direkt, aber es ist schon ein sehr, sehr cooles Design. Die Batterie ist komplett frei, die sieht man ganz schön, da ist auch nochmal das Logo drauf. Ich finde dieses Design wirklich sehr, sehr gelungen. Es gefällt mir hervorragend, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern die Software hier drauf ist etwas besonders, nämlich das hier ist das Kryptogeld-Smartphone von HTC und deswegen ist hier in der Mitte mit Xeon eine sichere Wallet für Kryptogeld, also Bitcoin, Ethereum, was auch immer, das kann man alles hier drauf speichern. Dafür macht man sich erstmal so eine Wallet. Das kann ich jetzt nur ein Stück weit demonstrieren, denn ich müsste mir eigentlich jetzt diese Phrasen hier merken, um im nächsten Schritt bestätigen zu können, dass ich sie mir gemerkt habe. Und das habe ich natürlich nicht. Ja, okay, mehr habe ich hier nicht gemerkt. Das war ziemlich umsonst. Jedenfalls hat man hier auf dem Smartphone seine Wallet. Die wird auch geschützt komplett von dem HTC. Also wann immer ich an mein Kryptogeld will, brauche ich das Smartphone. Wie das aussieht, wenn mir das Ding geklaut wird, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Dann sollte man, glaube ich, seinen Private Key irgendwo notiert haben, sonst wird es nämlich ganz eng mit dem Kryptogeld. Schön ist die Integration auch in das Smartphone. Zusammen mit Opera hat man hier eine erste Schnittstelle geschaffen zur Krypto-Wallet. Da kann man dann im Browser direkt auf die Wallet zugreifen und Micropayments durchführen. Das ist also tatsächlich ganz nett gemacht. Das soll es auch später für andere geprüfte Entwickler geben, sodass man mit seinem Kryptogeld auch tatsächlich was anfangen kann. Das ist ja tatsächlich heutzutage trotz der Verbreitung noch nicht ganz so einfach, dass man damit auch wirklich was kauft. Hier soll es eben ganz schnell und einfach möglich sein. Wie gesagt, eigentlich mache ich das Video nur, weil ich euch die Rückseitenoptik zeigen wollte, weil ich die wirklich schön finde. So, HTC Exodus One, dieses Smartphone hier. Eines der schöneren Android-Smartphones, die ich hier auf der Messe gesehen habe, allein wegen dieser wundervollen Rückseite. Ich kann es nicht oft genug sagen, mir gefällt dieser Transparent-Look sehr, sehr gut. Würde ich beim iPhone sofort nehmen. Abseits davon, ja, man bekommt eine richtige Wallet auf sein Smartphone. Die Integration in die Browser ist auch echt clever, so kann man das Geld endlich mal ausgeben, leicht und ohne Umwege. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn man das Smartphone mal verliert, denn ohne den Private Key aufgeschrieben zu haben, wird es dann eng mit dem Geld. Aber für diejenigen, die noch Bitcoins haben, momentan muss man ja sagen, die leider noch Bitcoins haben, aber das steigt bestimmt wieder, für die ist das eine ganz gute Alternative. Ab März für 700 Euro, erstmal leider nur in den USA geplant. Ob es nach Deutschland kommt, ist noch offen. Alleine wegen der Rückseite sage ich aber ja, das sollte unbedingt nach Deutschland kommen, weil es ist wirklich einfach ein hübsches Telefon, auch wenn man Xeon jetzt nicht unbedingt braucht.